Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mrs. Violet. Das bin ich und willkommen zum heutigen Curvy Fashion Mittwoch. Und einige von euch haben schon ein wenig in die richtige Richtung geraten. Denn heute gibt es ein weiteres Video aus der Reihe Curvy Outfits unter 20 Euro. Beziehungsweise ich glaube, es war wieder nur eines dabei, was in Kombination einen Ticken über 20 Euro war. Auf jeden Fall habe ich durch einen euch bekannten Online-Shop gestöbert. Moment. Und zwar bei H&M. Ich habe jetzt seit gefühlt 2 Jahre, 3 Jahre, ich weiß es nicht, also wirklich schon sehr, sehr lange nichts mehr bei H&M gekauft, nichts mehr dort bestellt. Ich weiß nicht, in den letzten Jahren haben mich die Kollektionen einfach überhaupt nicht angesprochen. Ich tue mich irgendwie auch ein bisschen schwer, einfach generell mit H&M-Klamotten. Also ich habe immer viele Basics von denen gehabt, aber insbesondere auch von Divided, weil ich die Sachen ein bisschen cooler, ein bisschen lässiger finde. Aber nichtsdestotrotz weiß ich ja, dass die seit einigen Jahren auch ihre große Größenabteilung, wie sie es nennen, aufrüsten. Und in denen habe ich gestöbert, in den großen Größen im Online-Shop, und bin da auch fündig geworden. Und ich war tatsächlich jetzt mal überrascht über die durchaus einigermaßen positive Auswahl. Also ihr werdet auch gleich sehen, das sind tatsächlich alles Outfits, wo ich jetzt so auf den ersten Blick, wenn sie dann auch passen, sagen würde, passt zu mir, finde ich cool. Aber man muss natürlich direkt mal den Vergleich ziehen. Ihr wisst ja, ich bestelle wahnsinnig gerne bei Shein oder halt auch bei anderen Shops aus UK. Ich finde, die Auswahl bei H&M ist jetzt nicht so peppig, ne? Also das ist halt eher so basic alles. Da ist zwar mal so ein bisschen was mit Farbe und Muster dabei, aber es ist alles noch sehr, sehr, sehr zurückhaltend im großen Größenbereich. Was ich persönlich extrem schade finde, weil ich der Meinung bin, wir Curvy Girls, wir können auch ein bisschen mehr, ne? Also man kann sich auch mal was trauen, aber gut. Ich würde sagen, wir packen das jetzt hier gemeinsam aus. Ihr seht, es ist noch komplett verpackt. Ich habe es noch nicht anprobiert. Es liegt seit 2 Tagen rum. Dann würde ich sagen, testen wir das auch direkt live, ob es überhaupt passt. Ich habe natürlich versucht, immer so ein bisschen die richtige Größe halt für mich herauszufinden, anhand Größentabelle etc. pp. Aber keine Ahnung, ob ich da richtig liege. Ich bin mega gespannt. Und übrigens noch ein kleiner Hinweis. Wir haben doppelte Baustelle. Nämlich einmal da draußen wird gerade die Straße neu gemacht und 2 Etagen drüber wird eine Wohnung saniert. Ich hoffe, dass die Lärmbelästigung nicht zu krass ist. Aber wenn ihr zwischendurch eine Bohrmaschine oder eine größere Abkratz-Teermaschine, whatever, hört, wundert euch nicht. Aber anders funktioniert es halt leider nicht. Das ist der Nachteil an der Großstadt natürlich. Hier ist immer Lärm. Aber hey, machen wir mal das Paket auf. Ich habe schon wieder total vergessen, was ich überhaupt alles bestellt habe. Aber wir kriegen das schon hin. Hier kommt als allererstes mir, glaube ich, eine Radlerhose entgegen. Weil ich nämlich eine zweite ganz gerne haben wollte. Jawohl, das ist die Radlerhose. Das schaut schon mal ganz gut aus. Die hat halt so ein bisschen so diesen leichten Ripped-Look. Also so dieser Rippenstoff, so ein bisschen 90er. Aber ich fand das ziemlich cool. Fühlt sich auf jeden Fall extrem gut an von der Textur. Und jetzt klebt hier der Plastik an. Packen wir erstmal alles aus. Dann lege ich es mal auf Seite. Und dann werde ich euch die Outfits, wie ich sie mir vorgestellt habe, im Kopf zeigen. So, hier kommt das nächste Teil. Das müsste ein Top sein. Jawohl. Das hier ist so eine Art Häkeltop. Das ist jetzt zum Beispiel auch Größe L. Ich fand, das sah ganz cool aus und bin mal gespannt. Also von den Stoffen her und von der Verarbeitung her macht das jetzt auf den ersten Blick alles einen echt guten Eindruck. Das sind auf jeden Fall schön schwere Stoffe, fühlt sich auch sehr angenehm an. Das hier müsste ein Kleid sein oder sowas ähnliches. Passt irgendwie zu meinem heutigen Outfit, kann das sein? Einige meckern ja auch immer oder beschweren sich immer ein bisschen, wenn ich die Shein-Bestellungen zeige, dass da alles immer sehr viel in Plastik verpackt ist. Seht ihr, was hier passiert? Das ist in Deutschland und in Europa exakt das Gleiche. Ja, das ist das Kleidchen. Also das finde ich auch mega süß. Das ist jetzt auch von Divided tatsächlich. Ah nee, das ist ein Jumpsuit, genau. Es ist ein kurzer Jumpsuit und ich fand den echt süß. Also das war so eines der wenigen, was ich so richtig mit schönen Muster, Sommer und so gefunden habe. Aber es war halt wieder von Divided. Findet ihr den Fehler? Also es ist halt nicht aus der Normalkollektion. Aber es sieht gut aus. Und es hat sogar Taschen. Das fand ich echt super. Das hier müsste aber ein Kleid sein. Ist auch schon wieder von Divided. Also mein Stil ist, glaube ich, klar erkennbar. Das fühlt sich auch sehr schön an. Das ist halt so ein ganz schlichtes T-Shirt-Kleidchen und ich fand halt das Print einfach so süß und natürlich die Knöpfe. Kennt ja meine momentane
Sympathie zu knöpfen. Also das passt so momentan in den Stil, den ich gerade gerne trage. Hier bin ich drauf gespannt. Das ist nämlich eine Leinen-Shorts. Schaut die aus. Also ziemlich leisure eigentlich. Ja, also es ist jetzt wirklich eher so ein Casual-Ding. Aber ich glaube, auch mit hohen Schuhen kann man das echt cool stylen. Und ich glaube, die wollte ich mit dem Häkeltop zusammentragen. Dann etwas in Schwarz ist es natürlich auch geworden, weil es einfach extrem viel Schwarz halt gibt in der große Größenkollektion. Und das ist einfach so ein ganz schlichtes, ja, so ein Tanktop. Shirt, so ein, ich weiß nicht genau, wie man die nennt, aber auf jeden Fall wollte ich sowas jetzt ganz gerne noch haben, weil es momentan ja extrem heiß auch war und ich habe halt festgestellt, ich habe halt wenn immer irgendwas mit Ärmelchen oder halt Shirts oder so und das störte mich irgendwie und deswegen habe ich mal zu sowas noch gegriffen. Das ist halt wirklich was zum einfach drüber werfen. Und es hat auch Taschen. Mega praktisch. Das sehe ich mich schon beim Hundespaziergang tragen. Und das letzte ist ein Shirt. Das fand ich halt ganz cool vom Print her. Because the Rolling Stones. Ja, das sieht auf jeden Fall auch ziemlich gut aus. Ist auch sehr schön verarbeitet, also fühlt sich vom Stoff her alles auch gut an. Aber man muss natürlich auch dazu sagen, ich guck mal, ob es jetzt hier irgendwo auch drin steht, weil da immer so viel Kritik an der China-Ware kommt. H&M produziert nämlich, meine ich, soweit ich auch weiß. Genau, also H&M produziert halt auch in Bangladesch. Da müssen wir uns, glaube ich, nichts vormachen. Man kann halt über die ganzen Billigläden wie Primark, Shein und so weiter meckern, so viel wie man will. Aber letztendlich sind das ungefähr alles, was irgendwie so Massenware ist, alles, was irgendwie weltweite Kette ist, ist alles Massenware, die halt in genau solchen Ländern gefertigt wird. Also macht euch da nichts vor. H&M ist sicherlich nicht von der Herstellungsqualität her besser als jetzt ein Shein oder sonst irgendwas. Das hier ist allerdings 100% Baumwolle. Das sind natürlich Dinge, die findet man halt bei Shein seltener. Da wird halt viel mit Polyester gearbeitet. Trotzdem ist das halt eine Baumwolle, die in Bangladesch halt irgendwo verarbeitet wird. Das muss man sich dann immer vor Augen halten. So, das ist jetzt Outfit Nummer 1. So habe ich mir das vorgestellt. Nämlich die Radlerbuchs zusammen mit dem Rolling Stones Shirt. Also so ein bisschen lässiger halt eigentlich. Also ich muss sagen, es passt beides. Das ist auf jeden Fall super. Die Radler sitzt sehr angenehm, muss ich sagen. Also es ist jetzt auf jeden Fall auch noch Platz drin, aber die ist halt stretch, ne? Also ganz ehrlich, hier ist halt auf jeden Fall überall noch ordentlich Platz. Ist aber jetzt auch natürlich sehr angenehm. Das Shirt hätte meinetwegen auch einen Ticken noch länger sein können, so für diesen Look. Weiß ich nicht, ob ich jetzt den exakt so tragen würde. Ich glaube wahrscheinlich eher weniger. Aber das Shirt generell finde ich cool. Also das ist auf jeden Fall etwas, das ich behalten werde. Ich finde es nämlich mega lässig. Und die Radler ist halt eh gut, auch zum Drunterziehen unter Kleider. Ich trage die auch momentan super gerne zu Hause bei dem Wetter. Das ist halt sehr, sehr lässig. Und von daher finde ich das Outfit schon ziemlich cool. Outfit Nummer 2, das ist das Kleidchen. Sagen wir mal so, das ist jetzt sicherlich nicht super spektakuläres. Tut jetzt eventuell auch nicht super viel so für meine kurvige Figur. Man könnte jetzt natürlich, wenn man ein bisschen Figur reinbringen will, halt einen Gürtel drauf anziehen. Kann ich aber versuchen. Moment. So, hier jetzt mal schnell mit einem Gürtel. Finde ich auch okay, aber es ist jetzt generell, denke ich mal, ein Kleidchen, was ich halt echt casual zu Hause, Hundespaziergang, ich gehe gerade einkaufen, es sind 35 Grad, dann würde ich sowas anziehen, glaube ich. Hier könnte ich dann auch die Radler drunter anziehen, von der Länge her würde das passen, sodass ich da halt nicht zu sehr ins Schwitzen komme. Und ansonsten ist es halt eigentlich genau so, wie ich mir das vorstellen würde. Es ist auf jeden Fall nicht zu groß, also es passt auf jeden Fall. Es sitzt halt super casual, ne? Ganz ehrlich, das ist jetzt sicherlich kein absolutes Highlight-Ding, aber ich finde es ganz okay, muss ich sagen. Ich finde es halt auch cool und lässig, dass es halt Taschen hat. Es flattert schön. Das Muster ist okay. Es ist halt jetzt, wie gesagt, ein bisschen dunkler. Ist eigentlich für mich ein bisschen untypisch, aber das ist echt so ein Teil. Ich habe es wirklich bestellt, so für casual. Ich werfe das einfach drüber und es ist warm. Hallo, hier ist der Jumpsuit. So sieht der aus. Ja, ich weiß es nicht. Also er sitzt halt schon so eigentlich relativ locker. Ich finde, er ist halt ein bisschen kurz eigentlich. Also er ist auf jeden Fall kürzer, als ich es jetzt erwartet hätte. Gut, er sitzt auf jeden Fall sehr bequem, weil er hat halt hier diesen Gummizug. Also da hätte ich auf jeden Fall immer noch Platz, ne? So. Taschen hat er auch, finde ich super. Aber ich weiß nicht, ob mir das halt generell
irgendwie zusagt oder nicht. Da bin ich auf jeden Fall mal sehr auf eure Meinung gespannt, wie ihr den findet. Was sagt Daniel? Muss mir das auf jeden Fall dann nochmal anschauen, so von den Proportionen her, weil bei Jumpsuits ist halt immer das Problem, dass die halt hier so sackig sitzen, ein bisschen so wie Windel. So. Das ist halt oft dann das Problem. Der flattert jetzt an für sich eigentlich ganz gut. Oben sitzt da auch in Ordnung. Die Träger wären verstellbar, was ich halt gut finde. Der kostet jetzt nur 15 Euro. Dafür könnte man jetzt sagen, okay, hält man einfach. Aber der tut jetzt für meine Figur nicht wirklich so viel, muss man ganz ehrlich sagen. Es flattert halt zwar alles ganz schön, aber ich glaube, wenn man sich auch bückt, dann hängt so ein bisschen die Pobbes raus. Dann wäre jetzt für mich auch ein bisschen zu kurz. Ich glaube, das wäre eher so ein Ding, wo ich sage, danke, nein, danke. Aber ich bin auch gespannt, was ihr natürlich dazu sagt. Aber ich bin momentan eher skeptisch bei dem Teil. Und dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Look. Und das nächste Outfit. Und hier bin ich jetzt tatsächlich direkt auf den ersten Blick wieder begeistert. Und mein Kameramann stimmt mir ebenfalls zu. Es fühlt sich so ein bisschen so wie Afrika-Safari an. Aber ich muss sagen, ich finde es ganz lässig. Und ich bin auch insbesondere froh, dass die Shorts passt. Weil ich habe sehr wenige Shorts tatsächlich. Und ich finde eigentlich, dass man auch als kurvige Frau, ich plädiere mal für Shorts im Moment. Ich bin ja bekennende Rock- und Kleidliebhaberin, muss man ja sagen. Aber bei so heißen Temperaturen ist halt eine Shorts einfach sehr praktisch, weil ich dann halt mein berühmtes Oberschenkelproblem natürlich nicht habe. Und ich muss sagen, auch mit diesem Häkeltop, also ich finde es mega. Ich habe das jetzt halt hier so ein bisschen lässig halt so hängen lassen. Man kann es natürlich halt auch einfach so runterbaumeln lassen. Dann finde ich, ist es aber so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also ich würde es, glaube ich, vielleicht hier so ein bisschen so reinstoppen, dass es halt auch hält oder eventuell noch mit einem Gürtel. Aber ansonsten finde ich das Outfit echt mega, mega cool. Also das ist definitiv halt sowas für die ganz, ganz heißen Temperaturen. Ich würde da vielleicht eher noch so einen schönen Spitzen-BH drunter anziehen. Das heißt, wenn man den BH, weil hier geht es relativ tief, das heißt, wenn man den BH sieht, dann sieht man halt vielleicht schöne Spitze eher. Also das würde ich auf jeden Fall mega cool finden. Und ansonsten bin ich da echt begeistert. Ich checke jetzt nochmal kurz den Preis vom Outfit, weil ich meine, das hier ist leicht über 20. Mein Gefühl hat mich nicht getäuscht. Das Top ist für 10 Euro, was ich aber voll okay finde. Und die Shorts für 15. Das heißt, wir sind halt bei 25. Was ich aber jetzt mal für so ein Outfit jetzt gar nicht schlecht finde. Und ich finde, das macht echt was her. Das sieht auch sogar richtig schick aus. Also hier jetzt noch eine coole Handtasche drauf. Die Schuhe passen schon perfekt. Also ich würde sagen, summer ready. Oder was meint ihr? Und hier kommt der letzte Look. Dieses Kleidchen. Es wirkt auf den ersten Blick so ein bisschen Oma. Aber ich finde das irgendwie cool. Also das ist halt auch so ein Kleid. Das zieht man einfach über. Und dann muss man sich eigentlich nicht mehr groß Gedanken um den Look machen, also angezogen und fertig, würde ich sagen. Und ich finde, das fällt auch echt ganz schön. Also es sitzt halt hier sehr locker, aber auf jeden Fall halt so, dass es jetzt nicht super sackig ist. Das ist halt wichtig, es sitzt ja am Oberkörper auch gut, muss ich sagen. Der V-Ausschnitt ist halt eh immer perfekt, weil der im Prinzip so die gesamte Silhouette ein bisschen stretcht. Und die Länge finde ich auch gut. Ich habe ja kein Problem damit, meine Schwabbelknie in die Landschaft zu halten. Mich stört das nicht. Und ansonsten finde ich das echt süß. Mir gefällt's. Also muss ich ganz ehrlich sagen, mehr muss ich da überhaupt gar nicht zu sagen. Gekauft! Das war jetzt auch witzigerweise das teuerste Kleidungsstück aus meiner Bestellung. Das hat jetzt 20 Euro gekostet und insgesamt habe ich tatsächlich für roundabout 100 Euro bestellt. Nicht schlecht, also davon war ich wirklich überrascht. Kommen wir jetzt noch zu einem kurzen abschließenden Fazit zu dieser H&M-Bestellung. Es sind jetzt 5 Looks für insgesamt 104 Euro. Ich habe gerade extra nochmal nachgeschaut. Natürlich kommen bei H&M noch knapp 5 Euro Versandkosten drauf. Das kann man jetzt finden, wie man will. Ich kann es irgendwo verstehen, dass manche Shops halt Versandkosten erheben. Aber natürlich ist es schöner, wenn man keine Versandkosten hat. Ihr wisst, was ich meine. Aber insgesamt muss ich sagen, finde ich, ist Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich vollkommen in Ordnung. Also ich habe hier viele Stoffe, die tatsächlich sich sehr gut anfühlen, die qualitativ sehr gut sind, 100% Baumwolle etc. Und da sieht man natürlich schon so ein ganz kleines bisschen den Qualitätsunterschied zu Shein-Klamotten, die ja auch häufig aus Polyester bestehen, was sicherlich nicht für jeden halt unbedingt das Passende ist. Aber ich muss dennoch sagen, natürlich kriegt man
für das gleiche Geld in anderen Shops wesentlich mehr. Das ist aber jetzt eine Geschmackssache sicherlich. Ich würde nicht hauptsächlich aus dem Thema Nachhaltigkeit bei H&M shoppen, obwohl es witzigerweise auf dem Lieferschein draufsteht. Da steht nämlich drauf, wir freuen uns, dass du dich gemeinsam mit uns für Mode und Qualität zum besten Preis auf nachhaltige Weise entschieden hast. Ich sage dazu mal weiter nicht. Es ist immer so ein bisschen Pest und Cholera, egal wo man shoppt. Aber ich muss sagen, ich wollte euch ja nur kurz zeigen, was man im Prinzip erreichen kann oder stylen kann, wenn man sich wirklich die günstigsten Sachen aus dem Shop aussucht. Das habe ich getan und ich bin echt zufrieden mit der Auswahl. Ganz ehrlich, wirklich sage ich euch auch ganz offen und ehrlich, den Jumpsuit werde ich höchstwahrscheinlich zurückgeben oder zurückschicken, weil der mir nicht so hundertprozentig taugt, aber ansonsten sind es alles Outfits, die ich zu 100% so unterschreiben kann, dass sie mir gut gefallen. Und bevor ich mich jetzt von euch verabschiede, kommt natürlich noch der Kommentar des Tages. Heute von Milena Roberts. Mach mal englische Aussprache hier. Ich liebe deinen Account. Ich würde mich freuen, wenn du Bademode vorstellen würdest. Da habe ich leider Probleme, etwas zu finden. Das weiße und das Jeanskleid finde ich sehr schön. Das war ein Kommentar auf mein Curvy Sommerkleider-Outfit-Video. Und ganz lieben Dank für deinen Kommentar und liebe Grüße an dich persönlich an der Stelle. Und ja, vielen Dank. Bademode habe ich auf dem Zettel, liebe Leute. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es umsetze. Ich habe auch gelesen natürlich, dass einige sich wünschen würden, dass ich eventuell in ein, zwei Shops auch gehe und das nicht alles nur online bestelle. Ich gucke mal, was ich tun kann. Aber ich gestehe, Bademode habe ich in den letzten Jahren auch kläglich vernachlässigt. Aber ihr könnt gespannt sein, es wird auf jeden Fall etwas dazu kommen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Mittwoch. Ich hoffe, die Baustelle hat uns nicht allzu sehr genervt heute. Es tut mir sehr leid, aber so ist das halt in Colonia. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye!